Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer weiteren Folge zu Pacific Drive. Es tut mir leid, dass es so wenig kommt, aber ja, es ist halt manchmal echt nervig hier in dem Spiel, weil du ja zu den ganzen Punkten hinfahren musst und wir haben ja schon so viele Folgen dazu gemacht, ja. Ja, dafür haben wir aber auch so viel. Unser Auto ist Schrott wie eine Nivevo, das lädt noch. Und wir müssen hier hoch. Hier will ich nicht hin, weil da muss ich dann... Ah ne, da kann ich hin. Ich bin ja dämlich. Das wäre sogar praktisch. Na, eigentlich ist... Ich soll nur in den inneren Bezirk. Also Straßen bauen. Also ich habe das Gefühl, ich will hier hoch eher als hier hin. Gebäude maximal, Tank niedrig. Gewitter recht hoch. Tank aber richtig niedrig. Autos hoch, Gewitter maximal. Eieiei. Was haben wir noch? Die Frage ist, wo wollen wir hin? Wo kommen wir denn da hin? Guck mal, der zeigt hier oben nichts an. Das ist also hier oben nur ein Stopp. Also hier oben hingeht, bringt uns nichts, weil der uns nirgendwo hinbringt. Also müssen wir, machen wir wirklich hier die 9 Stunden. Das heißt, wir fahren zur E7, E9, C5 und dann hier zur 3. Alles klar. Haben wir das jetzt schon mal geklärt. Und ja, das ist so unsere Aufgabe. Lasst gerne ein Like und ein Abo natürlich da. Würde mich natürlich freuen. Und dann gehen wir direkt mal los. Los eher weniger, eher mal bauen. Türen. Stahltür. Wupp. Zoom. Wupp. Fehlt noch eine Tür? Was fehlt denn alles überhaupt? Sag's mir. Die Scheibe ist Schrott. Abdichtungskit. Alles klar. Abdichtungskit. Wo haben wir's denn? Abdichtungskit. Reparatur keine. Reparatur keine. Habe ich hier eine Kettensäge noch drin? Jupp, aber kein Stampi. Warte mal, da mache ich die Kettensäge noch kaputt und ich hau hier erstmal ein paar Dinge weg. Man ist so schlau und fährt los, wenn man noch nichts markiert hat. Oh. So. Let's go. Ab in die wilde Fahrt mit uns. Ins Verderben, in den Tod. Ich habe verlernt, wie man Auto fährt. Haben wir immer noch dasselbe Problem? Es ist immer noch dasselbe Problem da vorne. Wenn ich da geradeaus fahre und dann immer einfach weiterfahre. Ja, ich glaube, ich habe immer noch dasselbe Problem. Yep. Ich weiß nicht, an was das liegt. So, wir fahren erst zur E7 natürlich. Wir fahren jetzt den Chili-Weg. Ja, und das heißt, bei jeder Zone, was wir reingehen, werdet ihr eine hübsche Timelapse sehen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Timelapses. Und wir sehen uns immer, wenn ich am Ende der bin. Also, bis gleich. So, Freunde, jetzt sind wir aus der Zone raus. Ab zur G9. Ja, uns ist irgendwie ein Reifen geplatzt. Ich weiß nicht immer, was das ist. Also fragt nicht, was das immer für ein Problem ist. Ich habe keinen Schimmer. Warum der Reifen platzt? Keine Ahnung. Anscheinend durch kleine Kieselsteine. Ja, hier sind wir in der Zone. Nebelwand abgelegt. Hostet aus Äußerring. Hohe Elektro. Oh, nee. Hab ich ja richtig Bock drauf.
Aber ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Timelapse. Also bis gleich. Das ist so ein Scheißspiel. Kein Witz, man merkt es einfach. Größtes Schmutzspiel mit. Genau deswegen spiele ich dieses Spiel einfach auch ungern. Weil es einfach Schmutz ist, Digga. Es geht mir auf den Sack, Alter. Guckst du. Ja, halb kaputt, komplett, Alter. Was willst du machen, Digga? Hier. Ein Reifen, was du nicht reparieren kannst. Ein Reifen, was du mit einem Abdichtungskit reparieren kannst. So ein lustiges Spiel, kein Witz. Tut mir leid, der. Geht nicht. Ich muss den... Ja, Digga, alle Türen verloren. Weißt du, ich brauche gar nicht mehr weiterfahren. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Also, um ehrlich zu sein, macht es wirklich keinen Sinn mehr, mit weiterzufahren. Macht einfach keinen Sinn mehr, weiterzufahren. Es nervt. Was ist denn jetzt alles Schrott? Sag's mir. Ja, Mobile, perfekt. Ey, Digga, es ist so... Kein Witz, es ist einfach so ekelhaft. Weißt du, dir geht alles in der Zone kaputt, Alter. Du bist noch nicht mal an deinen Zielort angekommen, weißt du? Woher willst du wissen, ob das Strom so viel ist? Kann man gar nicht wissen. Ist richtig nervig. Weißt du, dass der Reifen geplatzt. Der Reifen ist geplatzt. Reifen geplatzt. Wie ist das passiert, bitte? Genau, ich bin über einen kleinen Kieselstein gefahren. Und ja, der ist kaputt gegangen. Und diese Stromscheiße ist sogar noch dümmer. Ich glaube, das war's. Mehr kann ich nicht reparieren. Ja, weißt du, die Zonen sehen wenigstens schön aus. Keine Ahnung, warum hier ein Vogel rumfliegt, aber egal. So, Freunde, wir haben es geschafft. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ist richtig nervig gewesen. Das war richtig lucky, dass da so viel Gummi war. Also, die Räder haben uns gerettet. Die Räder, das Auto. Nein. Genau. Ewige Dunkelheit. Ich hasse dieses. Ich hasse. Was ist das Problem? Ah! Batterie ist leer. Sag's doch gleich. So. Ich kann damit, glaube ich, das Ding auch auffüllen, stimmt's? Ja, kann ich. Cool. Doch praktisch. Da hebe ich mir mein Ding auf. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Um meinen Autoschutz ein bisschen zu erhöhen, weißt du?
Ah, oder die Scheinwerfer, ja, die sind besser. Ersatzglühbirne. Oh, das ist mir jetzt scheißegal. Oh, Kofferraum soll man reparieren. Der ist wichtiger. Bitte. Werde Licht. Es sind immer 2,5. Mir macht die Dunkelheit sehr Angst. Au, au. Böse. Aber es geht. 5. 5 ist nicht so schlimm, finde ich. 10 ist schlimmer. Jetzt schaffe ich's. Eigentlich müsste ich diese Boxen analysieren, aber ich scheiß da jetzt drauf, Freunde. Wir haben nur ein Ziel, wir müssen ganz schnell raus hier, weil jetzt gibt's Schaden. Ganz genau, seht ihr. Yo, Digga, wie schnell ist die Zone, der? Das ist so ein Disrespekt. Ich hab. Mein Herz klopft jetzt extrem. 5 kann ich noch gut wegstecken, aber die nächste Zone kann ich nicht wegstecken. Oh, wir schaffen's. Oh Gott. Oh, Bomben. Ausweichen. Gottes Willen. Alter. Das war echt mies. Oh, diese Videos dauern so lange immer. Die dauern so ewig, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 47 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Ja. Hol dir die Überladen da aus den Hops. Ach, das machen wir später. Machen wir später in der nächsten Folge. Ja, ich werde erstmal mein Auto. Wir werden mal eine Folge. Schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr eine Folge sehen wollt, wo ich nur mein Auto repariere. Oder auch nicht. Sonst repariere ich es einfach selbst. Ja, also dann ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da natürlich. Für einen kleinen Support. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.